Ich sitze heute hier mit zwei jungen Herren von der Band Abby und sie werden mir heute ein paar Fragen beantworten. Starten wir doch einfach mal damit, dass ihr mir erzählt, was es bei euch gerade Neues gibt. Oh, was es gerade Neues gibt. Unser Album kommt am 28. raus, das gibt's Neues. Privat eigentlich relativ wenig. Ist alles beim Alten. Sehr schön. Wohnung aus. Auf so private Antworten war ich jetzt nicht gefasst, aber kann ja auch ganz interessant sein. Nein, aber wir wollen natürlich in erster Linie über euer Album sprechen. Was ist vielleicht anders bei dem neuen Album? Es heißt Hexagon. Was ist da anders vielleicht als bei eurem ersten Album Friends and Enemies? Also erstmal, wir haben es diesmal komplett selbst produziert. Das ist, glaube ich, so der offensichtlichste Unterschied zum ersten Album. Des Weiteren, wir stoßen andere Türen wieder auf für uns musikalisch. Also es ist eigentlich dann ein relativ weites Feld. Wir persönlich empfinden es so, dass das zweite Album einen großen Schritt entfernt ist vom ersten Album. Und das erste Album eher der Weg zum zweiten Album war als irgendwie anders. Also es fühlt sich zumindest so an, dass wir jetzt irgendwie eine andere Band nochmal geworden sind mit diesem Album. Gut. Worum geht es auf Hexagon? Gibt es da ein bestimmtes Thema oder sind es Songs, die jeder für sich stehen? Die stehen eigentlich in erster Linie für sich. Also wir haben diesmal kein übergeordnetes Thema bei dem Album. Das ist, die Tracks funktionieren alle für sich, aber was bei diesem Album definitiv der Fall ist, die Stimmung, in der sich das Ganze bewegt, ist konsistent. Also die bleibt gleich irgendwo. Und die wäre, wie sieht die Stimmung aus? Könnt ihr die beschreiben? Ja, also zu? Ganz derb. So relativ düster ist sie schon irgendwo. Aber ich Melancholie. Ja, melancholisch ist es eher. Es ist schwer zu sagen, ich glaube, diese Stimmung haben wir noch nie so wirklich definiert. Es ist nur eher so, dass es so, die Platte hat einen Vibe, wie ich den, also ich finde, sie hat einen Vibe und das hat so, das können wir alle so empfinden, aber es ist schwer zu sagen, was dieser Vibe genau ist. Ich glaube, es wäre auch irgendwie schade, den zu definieren, wenn ich ehrlich bin. Ihr sagt, es klingt relativ melancholisch. Könnt ihr sagen, wo das herkommt, dass es so einen melancholischen Touch bekommen hat? Wir sind so. Genau, wir schlafen mal schlecht. Wir als Menschen sind eigentlich schon immer so gewesen. Also wir sind total fröhliche Menschen in unserem Alltag, aber wir haben alle eine Seite an uns, die Melancholie zulässt und wir mögen alle dieses Gefühl von Melancholie. Also es ist für uns auch trotz allem ein hoffnungsvolles Gefühl und es geht ja auch immer ein bisschen einher mit Romantik auf eine Art und Weise. Und wir als Menschen sind in der Musik, wenn wir Musik tun, immer wieder so, auch außerhalb von Abby, egal wie. Das ist so ein Grundtenor, den wir eigentlich haben gemeinsam. Habt ihr selber Lieblingssongs auf eurem Album? Und wenn ja, welche natürlich? Ja, also sowas ist auch so ein bisschen von Tag zu Tag mal wieder unterschiedlich. Aber es gibt so einen Bandaufhänger, aber der ist nicht der Lieblingssong der Band, sondern es ist so die Blaupause gewesen für das Album. Und das war Halo. Das ist der dritte Titel auf dem. Nee, der vierte Titel auf dem. Der dritte Titel. Und das war so der erste Song, den, also nachdem wir so versucht haben, erneut Musik miteinander zu machen, also eine neue Platte sozusagen zusammen zu machen. Dann hat man ja so eine Weile rumprobiert und geguckt, wo man so hingehen kann damit. Und das war so der erste Song, bei dem das funktioniert hat wieder. Und bei dem man halt einfach irgendwie so ein gemeinsames Gefühl auf einmal gefunden hat, was man vorher nicht gehabt hat. Und das war so für uns so der Wegweiser, so ein bisschen fürs Album. Hört man nicht so wirklich gut, also man hört nicht so wirklich, dass das überall irgendwo noch so präsent ist in allen anderen Songs, aber es war so der Wendepunkt. So. Von uns Skizzen hin zu irgendwie irgendeinem Gefühl, was man so wirklich zusammen hat. Irgendwo kulminiert. Ja. Definitiv. Auch ein Track, der uns alle, glaube ich, immer wieder überrascht auch. Also so ein Ding, wo man irgendwie macht und man macht schon eine Weile und man wird so irgendwie so, man überrascht sich selbst plötzlich als Gruppe natürlich auch. Und das passiert bei diesem Track eigentlich für uns alle immer wieder, wenn man den dann so hört und dann läuft der und dann denkst du, was? Das waren wir auch irgendwo so. Das ist schon so ein bisschen so ein Überraschungstrack für uns immer wieder. Das Album heißt Hexagon. Was steckt dahinter? Erstmal für uns ist ein Hexagon das Symbol für Freundschaft definitiv. Also es gab es ja auch schon vor diesem Album.
rührt so ein bisschen aus dem ersten Album, wo es noch darum ging, durch Abby, durch die Person Abby zu erzählen über ihre Freunde. Und es sind irgendwie dann auch fünf Freunde und Abby, was ein Sechseck ergibt irgendwie für uns. Und darüber hinaus ist es aber inzwischen ein Gefühl für unsere Freundschaft. Und das Hexagon ist die stabilste Form in der Natur, die entstehen kann. Und innerhalb diesem stabilen Freundschaftsrahmen sind wir eigentlich total chaotisch und frei und reiben uns und machen und tun. Aber diese Stabilität von unserer Freundschaft ist unabdingbar. Und darum geht es eigentlich bei dem Albumtitel. Okay. Ihr vereint ja bei euch in der Musik ganz unterschiedliche Elemente von Pop über Rock zu Elektro und zum Teil auch klassische Elemente. Wie würdet ihr selbst euren Sound vielleicht beschreiben? Oh, ist das gerne du? Das ist eine Standardfrage. Oh. Ich glaube, ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber also es gibt diese Definition gibt es für uns nicht mehr und wir versuchen sie auch nicht mehr zu finden. Ich glaube, ich finde, es ist am wenigsten Pop davon, ehrlich gesagt. Ja. Und es ist viel mehr das andere. Mhm. Es gibt so Rock-Nuancen, halt einfach klar, es gibt Gitarrensongs und es gibt sehr ausgeprägtes klassisches Bewusstsein in der Musik, weil wir auch viel, also zum Großteil, eigentlich wir alle kommen aus der Klassik, irgendwie von der Ausbildung her. Ja. Und von der Ausbildung her. mit Rohrstock damals. Ja. Ja. Reingeprügelt. Und, zum Cellounterricht gepeitscht. Also ich glaube, dass viele unserer Songs, also ich meine, so, wir haben es vorher mal gesagt, so, es gibt halt immer noch so die, wir mögen halt die Songlastigkeit so von Musik aus den 70ern und den 60ern und ich glaube, das ist immer noch präsent, aber wir mögen einfach das Verständnis von elektronischer Musik und ich glaube, dass wir unsere Songs viel eher in ein elektronisches Gewand heutzutage packen als in ein Pop-Gewand. Ja. Ist es vielleicht auch ein bisschen hinderlich, wenn man seiner Musik oder seinem, wie man klingt, irgendwie ein Label verpasst? Macht es dann vielleicht auch weniger frei, so in dem, was man dann tut, musikalisch? Ja, ich finde schon, auf jeden Fall. Also ich finde, Musik ist nicht dafür gemacht, um kategorisiert zu werden, nicht unbedingt. Also es hilft manchmal, mir persönlich hilft es auch. Ich bin auch Musikhörer und ich mag Musik, so. Konsumiere sehr viel Musik und mir hilft es auch, irgendwie gewisse Menschen halt irgendwo einzuordnen. Aber es ist eigentlich noch viel schöner, wenn man das nicht kann. Ich glaube, wir alle haben einfach das so in uns, dass wir immer schon in Schubladen denken müssen und das ist ja eigentlich was total Bescheuertes, also, wenn man ganz ehrlich ist. Wobei bei der eigenen Musik ist es auch eher so, dass es andere für einen tun. Man selbst macht das gar nicht so. Also wir kategorisieren die Tracks jetzt nicht irgendwie, ja, der ist jetzt eher klassisch geprägt, der ist jetzt eher das oder der würde eher Indie. Das interessiert uns eigentlich gar nicht. So beim Machen sowieso nicht. Und danach wird man natürlich in Gesprächen oder in Interviews oder halt auch in Rezis dazu dann irgendwie in irgendwelche Schubladen gesteckt, weil das menschliche Gehirn einfach so funktioniert. Vergleichen und dann dazu schieben. Aber wir selbst interessieren uns dafür eigentlich am allerwenigsten. Ist man als Musiker, also ihr macht das ja schon eine ganze Weile, ist man dann irgendwann, ja, nein, Quatsch, blutjung, ist man da irgendwann irgendwo angekommen im Sinne von, ja, wir wissen jetzt, das ist Abby und wir klingen so, ohne dem jetzt einen Namen geben zu müssen, aber man hat ja ein Gefühl dafür, wie man klingt als Band, oder ist es eben genau diese Suche danach, irgendwie zu klingen, die einen da vorantreibt. Ich glaube, man weiß einfach immer besser, wenn man es gerade nicht ist. Yeah. Also so beim Machen spürt man einfach so, wenn jetzt zum Beispiel die Entstehung von einem neuen Track und man hat eine Idee, man hält an dieser Idee am Anfang fest und dann kommt man irgendwann zum Punkt, wo das sich alles konkretisiert und wenn man dann merkt, das ist man nicht, das ist eigentlich so der Punkt. Und umgekehrt spürt man dann natürlich auch, wenn man sich damit identifizieren kann, aber dafür gibt es dann keinen speziellen Sound. Yeah. Sondern eher so eine Ehrlichkeit. Wenn man die Ehrlichkeit darin spürt, die man auch selbst ist, ohne sich zu verbiegen, dann weiß man, das ist richtig. Aber das zu belabeln ist da auch sehr schwierig. Aber man muss dazu sagen, dass wir bei unserer alten Platte, also jetzt retrospektiv betrachtet, finden wir, dass wir auf dieser Platte es geschafft haben, sozusagen mehr so zu klingen, wie wir eigentlich klingen. Ja. Wie wir so ernsthaft klingen. Also so das, was aus uns Vieren so rauskommt, ungefiltert, ist diese Platte jetzt. Die Platte davor war mehr auf der Suche. Ja. Das war der Weg noch irgendwie zu diesem Album hin, also definitiv. Auch für uns, es fühlt sich auch so an, als ob dieses Album unser erstes richtiges Album ist. Also der Beginn von dieser Band eigentlich erst so richtig stattfindet jetzt auf dem Album Hexagon. Ihr kommt ja alle ursprünglich nicht aus Berlin. Wieso ist es dann irgendwann Berlin geworden?
Das ist so eine Fangfrage. Wieso eigentlich? Keine Ahnung. Berlin. Also es gibt ganz viele andere Menschen, die keine Musik machen, die einfach herkommen der Stadt wegen und des Lebensgefühls wegen. Und für uns ist es eigentlich klar gewesen, dass wir nicht in Mannheim bleiben, wo wir zusammen irgendwie in der Zeit waren. Und du hattest hier ein Praktikum und irgendwie hast du so das erste Mal den Namen ins Spiel gebracht. Komm, lass da hingehen. Und wir sind dann einfach mit versammelter Mannschaft hierher. Aber es gab so wirklich nicht so diesen einen Grund. Also wir haben einfach gesagt, okay, dann ziehen wir nach Berlin, machen ein Studio und fangen dort nochmal an. So. Und ja, es ist schon reizvoll. Ich meine, wir lieben alle die Stadt und sie hat dann einfach ganz klar ihre Vorteile und die leben wir auch gerne aus und es macht Spaß, hier zu leben und es ist schön. Es ist ein schöner gemeinsamer Ort für uns. Ja, aber es hat jetzt nicht so ein Angebot hier gewartet auf uns oder so oder irgendwie so der spezielle Grund. Du hast einen Job dort oder du hast irgendwie... Nö, aber einfach diese Freiheit. Also es ist eine sehr freie Stadt und du kannst halt einfach sehr viele Dinge ausleben, die du sonst nicht so gut ausleben kannst und nicht mit so einem Selbstverständnis. Ja. Und es gibt einfach so viel Musik und so viel Kunst und so viele Einflüsse, die sind ganz klar, die sind geil. Ja, das war auf jeden Fall kein dummer Move von uns, mit Musik nach Berlin zu gehen. Ich frage das natürlich nicht umsonst. Glaubt ihr, dass das Album so geworden wäre, wenn es nicht hier in Berlin entstanden ist, weil es ja auch sehr elektrolastig ist und in Berlin ja gerade die Elektroszene auch ganz anders ist als sonst in Deutschland? Ja, es hat uns bestimmt einen Nährboden für dieses Album gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem was definitiv passiert wäre mit dem zweiten Album, ist, dass wir uns aus diesem poppigeren Licht sowieso wegbewegt hätten. Also das hat schon vorher in uns gesteckt. Wir sind dann kurz dahin ausgeflogen, haben einen Ausflug kurz dahin gemacht mit unserem ersten Album, wobei ich das auch nicht so als wirklich klassisches Pop-Album oder so sehe, weil das war nie glatt gebügelt oder Radioformat. Wir hätten uns definitiv davon wieder in irgendeine subkulturellere Bewegung zurückgezogen wieder und dass es in Berlin jetzt so gekommen ist. Die Elektronika war schon immer da bei uns, auch schon vor Berlin. Ja, ja. Natürlich hat es dann unser Freundeskreis, unser Umfeld und dieses Gefühl dafür weiterentwickelt und hat dazu beigetragen. Aber wir sind irgendwie klar auch eine Berliner Band inzwischen und wir haben auch irgendwie klar musikalische Anker hier, aber ich finde unsere Elektronika auch nicht typisch Berlin oder so. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Blaupause genommen und die kopiert, was gerade hier stattfindet. Von daher ist, glaube ich, hat es uns zwischenmenschlich sehr viel gebracht und uns irgendwo hin bewegt und daraus resultierend ist es dann musikalisch so geworden. Gibt es irgendwelche bestimmten Vorbilder? Du hattest vorhin schon Musik aus den 70ern angesprochen. Gibt es da was, wo ihr sagt, das hat definitiv Einfluss auf uns oder ist es ganz komplett frei irgendwie und... Es gibt wirklich immer Einflüsse, aber die sind so breit gefächert. Also es gibt nicht den einen Einfluss so, und es ist auch immer so phasenabhängig. Also man hat mal Phasen, in der hat man ganz, ganz viel Untergrundmusik und so will, dass es ganz krass und absurd wird. Und dann gibt es auch Phasen, da hat man Musik, die einfach so relativ gewöhnlich ist. Und das gibt es dann sowohl in den 70ern als auch heutzutage. Und das ist irgendwie schwer zu sagen. Also so irgendwie Namen zu nennen ist so ein bisschen irreführend, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, dass man es auch eher so allgemein fassen kann, dass man so dass wir dieses Gefühl der 70er definitiv irgendwie auch feiern und irgendwie ein Teil von uns ist, auch ein Teil von unserer Kultivierung und aber dann alles andere darüber hinaus. Wir sind nicht eine Band, die sich jetzt an einer anderen Band orientiert und sagt, so wollen wir es machen. Mhm. Wir versuchen irgendwie da immer unseren eigenen Weg zu gehen und da zieht jeder von uns aus unterschiedlichsten Dingen seine Haltung raus und vermengt das mit dem eigenen und so soll es eigentlich auch sein, unserer Meinung nach. Ja, da sind wir auch schon fast am Ende. Ihr dürft jetzt gerne noch sagen, was bei euch demnächst so ansteht. Was bei uns demnächst ansteht? Wir haben jetzt noch irgendwie ein Festival, das, wie heißt das mal, Utopia? Ja, genau, wir spielen auf dem Utopia Island, das ist das letzte Festival für dieses Jahr. Und dann spielen wir nochmal im Libanon, das ist aber für alle Eure nicht so richtig relevant. Ja. Nichtsdestotrotz sehr schön. Und ansonsten, die Tour steht im Ende des Jahres an, die Dates werden aber noch announced, das kommt noch. Und bevor das Album kommt, eben Halo wird als allererstes zuerst veröffentlicht, also ein Titel vom Album wird zuerst veröffentlicht, To Die For, also Dynamic To Die For, diese ganze Schmiede, das Hamburger Label und da gibt es geile Remixe, so Club-Remixe. Kommen Videos kommen, auf Videos die wir uns kommen. Freuen. Ja, wir haben diesmal haben wir ein zusammenhängendes Video,
also sind wir dabei, ein zusammenhängendes Video zwischen zwei Songs zu bauen. Mhm. Das auch in Korea gedreht wird, was für uns auch spannend ist, definitiv. Ja, dann eben, wie gesagt, das Album kommt am 28. August und ja, das sind eigentlich so die Eckdaten. Immer mal wieder unsere Facebook- und Homepage checken und dann informieren wir regelmäßig. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich, dass ich kommen durfte und ihr mir ein paar Fragen beantwortet habt und dann wünsche ich viel Erfolg fürs Album. Dankeschön. Ja.